Herzlich willkommen zurück bei der Rocket League. Unser Dreierteam hat sich ja letztes Mal schon online beweisen können. Wir mal gucken, ob das dieses Mal auch so sein wird. Ich werde mal nach einem Match suchen und hoffe mal, ich weiß gar nicht, wie stark das momentan frequentiert ist, dieses Game, aber immerhin spielen das ja jetzt Saraza, der natürlich auch anwesend ist, und der Benny von Slay Massive, der auch anwesend ist. Genau, wir spielen das ja jetzt und vielleicht spielen das ja auch ein paar von euch mal. Mal gucken. Ja, und spielen auch noch ein paar andere Let's Play. Ich glaube, die Peets zocken das auch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber weil wir jetzt ja ein bisschen auch im Vorlauf aufgenommen haben, bevor das überhaupt erscheint. Aber macht ultra Laune. So viel Spaß. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hoffe, euch auch. Ich weiß noch gar nicht, weil wir so viele Folgen jetzt schon machen. Wir werden natürlich mal schauen, ob wir es am Ende weiterzocken oder ob irgendwann die Luft raus ist. Noch ist die Luft noch lange nicht raus. Und deswegen würde ich sagen, starten wir durch in ein neues Spiel. Genau, das sucht gerade nach einem neuen also, Spiel. Also, ich muss einfach sagen, Rocket League ist eins der Spiele, die mich wirklich überrascht haben. Am Anfang habe ich überhaupt nichts erwartet, dachte so, Autofußball, bla bla bla. Aber jetzt wirklich, bam, eingeschlagen wie eine Bombe. Und es hat ein Suchtpotenzial. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, das Game mal zu zocken. Ist eins der geilsten, die ich bisher gezockt habe. So für so Spaß-Matches, so ein Teamplay oder so, würde ich sagen, oder? Ja, finde ich auch. Ich glaube, es macht auch so Spaß, weil es ein bisschen schwer ist, ne? Aber man trotzdem von Anfang an was erreichen kann. Naja, hat noch viel Luft nach oben, so. Ja, genau. Physik-Games sind halt immer deshalb irgendwie interessant, weil sie halt so unvorhersehbar sind, weil immer irgendwas passieren kann, irgendeine Kleinigkeit sich ändert und dann fliegt der Ball irgendwie doch ganz woanders hin. Um mal bei letzte Folge zu reden, auch kurz, wenn wir jetzt kurz warten müssen, war ja auch phänomenal, ne? Wir sind reingegangen, dachten, oh Gott, wir werden jetzt mega abgeschlachtet. Die erste Folge hatten wir gegen Bots gespielt, die zweite, wenn ihr die schauen wollt, ein unglaublich spannende Matches. Das erste haben wir natürlich voll easy hingelegt, aber das zweite war echt knapp. Natürlich, sagt er. Wir sind bisher ungeschlagen, hallo. Ungeschlagen? Was ist da los? Ja? Was ist da los? Ja, hey, Leute, wir haben nur zweimal gespielt. Kommt mal wieder runter. Ja, komm, ey. Deutsche Nationalweltmeistertitel hier. Aber was natürlich schon stimmt, wir müssen natürlich viel lernen. Aber was natürlich schon stimmt, wir spielen in unserer Liga, ne? Also genau. Die schauen schon, dass die Anfänger mit den Anfängern spielen und so weiter. Dementsprechend wird es auch noch richtig happig jetzt in den nächsten Folgen. Vielleicht schon jetzt, weil wir ja auch wieder ein bisschen gestiegen sind, so im Level. Das wird sich noch zeigen, wie das. Ich glaube, es gibt kaum noch Leute, die so gut sind wie wir, sonst würden wir ja Gegner finden. Genau, sagt der Level 6 Anfänger halt. Ja, wahrscheinlich ist es eher umgekehrt. Alle sind schon Level 50 und wir gurken hier unten rum. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, den Blumenauspuff habe ich bekommen. Das ist ja süß. Ach komm, den mache ich einfach mal Spaß rein, auch wenn er nicht cool ist. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Auspufffarbe ich nehmen soll. Da schreibt man natürlich noch welche. Oder gucke ich auch mal. Aber der Blumenauspuff, da kommt doch so eine indische Musik raus. Sehr geil. Haben wir gefunden. Ja, Mann, ich will loslegen, Alter. Meine Hände zittern schon, weil ich so zocken will. Da oben fliegt übrigens die Fliege. Vielleicht fliegt die ab und zu mal durchs Bild. Nicht wundern. Es macht so Spaß. Ich will Vollgas geben. Ich will Spaß. Ich gebe Gas. Drücke hier. Oh, warte auf drei Spieler. Nicht alle Spieler sind verbunden. Alle Spieler sind verbunden. Error 64. Oh mein Gott. Aber das, wie gesagt, ist so ein bisschen das Problem an dem Game. Hatten wir ja schon mal jetzt hier in der letzten Folge auch ein bisschen. Stecken wir nicht drin, ne? Ganz ehrlich. Technikprobleme immer. Aber die Suche läuft weiter. Und derzeit machen wir hier mal einen kleinen Schnitt, würde ich sagen. Und melden uns dann zurück, wenn wir ein Spiel gefunden haben, damit ihr auch nicht unser Gequatsch hier hören müsst, sondern Action Spiel Satisfaction. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind endlich im Spiel drin, nachdem wir jetzt echt lange gewartet haben. Oh, es geht los. Oh mein Gott, und diesmal können das richtig starke Gegner sein, Nacht. Leider. Und ich habe jetzt so einen indischen... Es ist Nacht, weil ich das eingestellt habe, ja. Ah, okay. Da hinten, so mit dem Flower Power. Ich nehme an, dass das lokal ist, wie das Stadion aussieht, weil alle Stadien gleich sind. Wir spielen gegen... Boah. Ich kann es gar nicht sehen, richtig? Ich gerade auch nicht. Ich bin sehr konzentriert. Da geht's nämlich schon... Nein. Boah. Boah, schnell weg hier. Gar nicht zum Nachschuss kommen lassen. Boah, und volle Kanne rein. Berserken. Den habe ich. Nee, hast du nicht, aber jetzt. Oh. Nochmal, komm. Boah. Ich habe heute auch mal ein neues Auto, das heißt Breakout. Habe ich freigespielt. Oh nein! Scheiße! Boah, das war das 1-0 für den Gegner. Das Lixerino. Alter, da ging gar nichts, sorry. Ja, guck mal, ey. Was hat der schon alles hat? Es war ja wie ein FIFA, was der da gemacht hat. Boah, ich bin begeistert. Und diese Explosion. Ich bin begeistert. Okay, wer steht in der Mitte? Wer holt? Ich springe hoch. Halbwegs in der Mitte. Ich hab ein paar Sachen noch gelernt. Jawohl! Einfach nach oben. Der ist drin. Ah nein, ich sehe mein Auto und ich fahre in die falsche Richtung. Nein! Oh, der ist richtig gut. Die Jungs sind auf jeden Fall stark. Ja, die sind spielen, gut. Weil wir spielen jetzt hier mitten in der Nacht. Und wir spielen jetzt auch nicht mehr nur in unserer Liga. Oh nein, weil wir was eine Vorlage. Oh Gott. Holt der raus! Nein! Oh. Nein. Ich hab's versucht. Von Hamsterin Philipp.
Amsterin Philipp. Der Benny, der wird übrigens auch Philipp genannt mit F. Ja. Oh, stimmt. Jetzt kriegen wir erstmal die Klatsche. Wir haben den Mund zu voll genommen, der Anmoderation, ne? Ja, ein bisschen. 4 Minuten haben wir noch. Ist noch alles drin, Freunde. Oh ja. So, jetzt Konzentration. Aber ich und ich. Ich springe nur. Ah, oh, der war geblockt. Oh, jawohl. Vorbei. Boah, der ist gut. So, Scheiße, vorbei. Okay, komm, den holen wir uns. Nein! Was ist oh mein passiert? Gott. Was da, was war das für ein Schuss, Alter? Der titscht ins Tor, ich glaub's nicht. What? Oh. Aber man Alter, was für eine fiese, fiese mal, Klatsche wir gerade kriegen. Ja, aber guck mal, die haben auch voll die krassen Antriebe und so Sachen, ja, die wir noch überhaupt nicht haben. Ja, die haben richtig heftige Autos. Deswegen, ich sag ja, wir spielen nicht mehr in unserer Klasse. Das nee. Ist ich glaube, das ist alles Makulatur, ehrlich gesagt. Das ist ja. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich stehe ganz gut, Leute, ich stehe ganz gut. So. Ja. Okay, auf unsere Seite gebracht, die Pille. Immerhin das. Oh, vorbei, Alter, wie schlecht. So, kommt, 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 kommt. Nein, wie kann ich nein, da so verkacken? Nein, ach Mann. Ah, wie ärgerlich. Ist der immer zu hoch. Komm, ich komm mal wieder rein. Nein! Da ist er drin! Ja! Ja, ja, Benny! 1 zu 3 leider noch nur, aber hey, 116 km/h. Pass auf, da kommen wir. Zuerst das da, dann ich, dann Benny. Boah, wir haben ihn reingepresst, ey. Wie eine Mutter das Kind bei der Geburt. Okay, holt ihn euch. Springe. Jawohl. Drüber, komm. Alter, wir haben schon viel ich bleibe in der Mitte, ich bleibe in der Mitte. Okay, okay, okay. Ah, schade. Nein! Nein! Benny, hau ja, der geht rein! Latte, nein, nein, Latte. Ging er nicht, leider. Nein! Latte, und der Ball ist heiß, die kommen. Oh nein, die haben ihn. Oh Gott, die haben ihn. Nein, oh, nein haben nein. sie nicht. Nein, haben jawohl. Sie nicht. Weg damit. Sehr schön, das Ding ist noch offen. Bringt die Pille irgendwie nach vorne. Boah, ey, ich finde so schwer. Oh nein! 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 Ganz knapp vorbei, hätte ich das gewusst, dass der so nah ist. Nee, der, boah, das war richtig übel. Und ich springe da auch noch vorbei. Nee, ich warte dann noch. Ich habe extra gewartet. So. Oh, ich habe den vielleicht sogar noch erwischt. Damn oh, scheiße. Das ist das erste Mal, dass wir richtig auf Probleme haben. Oh, Seifenblasen, sehr schön. Okay, ich stehe in der Mitte. Ich gehe vor. Oh, das ist erst die dritte Folge. Oh. Oh, jetzt kriegen wir eine Klatsche. Jetzt kriegen wir zum ersten Mal eine Klatsche. Komm, den treiben wir so. Das sieht ganz danach aus. Aber wir können noch aufholen. Kommt, Jungs. Die sind auch nicht übermächtig. Nee, die sind nicht übermächtig. Das ist noch möglich, aber Schutzschweier. Ja. Vor allem gegen den Gegner. Nein! Oh. Mann, wir behindern uns aber auch manchmal gegenseitig. Scheiße. Da hat mich... gut, ja. Ich glaube, das waren die Gegner. Die haben mich weggeschoben. Ich stand so schön. Boah, nice. Oh, ich wurde zerstört. Oh nein, der geht heiß. Oh, da bin ich wieder. Nein, die haben ihn. Nein! Oh, boah, der Rumpel mit. Aber auch zielen, ey. Das Alter, ey, ich hab's doch versucht. Gut. Ich hab's doch versucht. Die sind richtig gut, Leute. Ihr seht's ja selber, ey. Meine Fratze. Ah, der guck mal, da. Wir zum ersten Mal einen wie auf der die Nase. Den noch reinmacht. Ja, also da können wir was lernen hier bei dem Spiel. Ja, glaube ich auch. Gut, dass wir das auch mal sehen dann. Ja, ist ja. Gut. Ich spring jetzt rüber, ich spring rüber. Boah, ich hoffe mal, dass wir ihn vernichte bei so einer Nummer, aber das ging natürlich jetzt an die. Der Philipp hier. Der Philipp ist gut, das ist ein richtiger Hamster. Nein! Oh! Das war auch nicht so optimal. Doch, 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 war alles das gut. Das auch nicht. Ich geb Gas, geb Gas. Oh, ich wurde gedreht. Shit, keine Power. Nein, er hat mich zerstört. Der muss direkt vom Tor sein. Ja! Ja! Das ist eine Vorlage. Ich wäre auch da gewesen. Ey, das muss ich mir jetzt nochmal, die Genugtuung muss ich mir jetzt nochmal angucken. Und da, der Benny und dann, bam, reingepresst. Das Ding und dann, bam, die Explosion. Mit 65 km/h bin ich da rein. Also es ist auf jeden Fall keine Vernichtung jetzt, kann man nicht sagen. Nee, warte mal ab, wir holen das noch. Jetzt sind wir heiß. Jetzt sind wir drin, Leute, komm. Glaubt ihr wohl selber nicht? Denken sich jetzt einige Leute? Nee. Nein! Oh, ich hab den gegen die Wand gehauen. Die haben Glück, die verdammten Hunde. Oh Mann. Ah, der stand da halt genau, weißt du, und ich musste so dagegen. Ja, und ich wollte ihn aber auch wegmachen. Oh, wie knapp. Oh, hast du das gesehen? Meine Fresse, ey, was für eine Spannung. Aber leider das Ergebnis nicht ganz für unser, nach unserem Gusto, sag ich mal. Komm hier. Jawoll. Bleiben noch drin, wir bleiben noch drin. Oh, wurde ich weggenutzt. Habe ich aber schon. Na. Okay, Benny, den hast du, komm. Da war ja, einer echt jetzt richtig hier. Im Tor. Die haben einen Verteidiger auf jeden Fall. Ja, spielen die so korrekt? Oh, den holen wir. Ja, gut. Der geht rein. Nein, schade. Oh. Aber die haben einen Verteidiger. Einer von denen steht immer hinten. Ja, vielleicht sind die auch ein Team, so ein richtiges. Das kann natürlich sein. Ein paar haben natürlich auch wesentlich mehr Erfahrung als hier. Aber hey, wir lernen dazu. Wir werden besser.
und mein Verlieren ist auch nicht schlecht. Holt es wieder auf den Boden der Tatsachen. Sauber,